Hallo allerseits und willkommen zu einer weiteren Folge von Broken Age. Und was ich hier gerade bemerke, ist, da hinten sind ein paar Notenblätter. Die brauche ich doch bestimmt, oder? Kann ich die haben? Was ist das? Irgendein gekrankter... Ja, auf jeden Fall. 100 Pro, guck dir das doch mal an. Das kann ich für Weller gebrauchen, oder? Weil, naja, da ist einer zu viel. Zu wenig, meine ich. Aber auf jeden Fall kann ich das hier gebrauchen. Aber ich möchte das jetzt irgendwie mitnehmen. Kann ich das nicht mitnehmen? Irgendwie, ich meine... Naja, egal. Mach ich woanders weiter. Ich muss ja schließlich noch hier irgendwie so ein Raumschiff reparieren. Seltsam. Ich weiß zwar nicht genau wie, aber... Ich diese Pyramide schon mal gesehen. Und das nicht erst vor einer Minute, als ich reingelaufen bin. Ich meine, wie in einem Traum. Beinahe. Ja, das, ja. Nee. Eigentlich nicht. Unser Schiff. Nee. Es ist wirklich weg. Tja, und Captain Clownität ist immer noch am Pfeifen. Hin. In seinem Hals. Stimmt, wo sind die? Die war doch so eine Muschelwand, oder nicht? Wo ist die? Igitt, was ist das für ein Geruch? Ich glaube, der hat sich da gerade eine Suppe gemacht. Papa? Mein Sohn? Hat er gerade die Suppe probiert? Bevor ich hier hingekommen bin? Ich hoffe nicht. Immerhin haben wir jetzt einen Plan, nicht wahr, Papa? Nun ja, zumindest einen halben. Wenn unser Schiff per Autopilot auf dem Weg nach Loruna ist und wenn wir Alex' Schiff reparieren können und er uns mitnehmen kann, dann müssen wir nur noch herausfinden, was wir machen, wenn wir dort sind. Richtig. Ja, und dann schauen wir weiter, was ist los? Ich habe hier etwas vergorene Biomaterie gefunden. Die perfekte enzymatische Grundlage für meine Rumpfpastenformel. Es gibt nur ein Problem. Ich kann das Bindemittel erst dazu geben, wenn ich weiß, dass der pH-Wert perfekt abgestimmt ist. Sonst war alles für die Katz. Ja, und wie willst du das machen? Wie läuft es mit der Rumpfpaste? Sehr gut. Außer... dass ich die letzte Ingredienz erst dazu geben kann, wenn ich weiß, dass der pH-Wert korrekt ist. Warum riechst du dran? Und wie soll ich das testen hier mit dem pH-Wert? Ja, okay. Fehlt nur noch, dass du das Ding ins Maul stopfst und dich irgendwie plötzlich in so einen Fisch verwandelst. Kannst du nicht einfach einen Geschmackstest machen? Meine genau. Geschmacksknospen sind nicht empfindlich genug. Und außerdem habe ich da Gift reingetan. Was? Nun, das macht man, um Raumparasiten davon abzuhalten, die Paste anzuknabbern. Habe ich wohl aus Gewohnheit gemacht. Was für Raumparasiten? Wie könntest du den pH-Wert denn überhaupt ändern? Ich habe alles Calciumcarbonat, das ich finden konnte, hinzugefügt, um den Säuregrad zu senken und den pH-Wert zu erhöhen, der jetzt so in etwa hinkommt. Aber ich muss sicher gehen, dass der Wert genau bei 7 liegt, bevor ich die letzte Ingredienz hinzufüge. Ja, und wie mache ich das hier? Woher ist das Calciumcarbonat? Ich habe jede einzelne Muschel am Strand zermahlen. Ach so, ja. Aber ich fürchte, es ist noch immer nicht genug. Wieso war die eine riesige Muschel da wieder? Woher bekomme ich mehr Calciumcarbonat? Gute Frage. Wenn ich nur noch eine einzige Muschel finden könnte, würde mir das schon weiterhelfen. Viel Glück, Papa. Mhm. Lass mich raten. Genau. Da habt ihr gerade gehört, da war die Muschel. Da oben, da ist sie, die Muschel. Ja, fragt sich nur, wie ich die rausbekomme. Und wieso ist die hier wieder weg? Warum ist sie weg hier? Kann ich nach da hinten irgendwo hin? Nee. Da unten gibt's nur Sand. Ja, leider. Naja, mal gucken, was hier hinten noch so ist. Der Baum müsste doch auch hier sein, ne? Oder? Ja. Der müsste auch hier sein. Genauso wie der eine Holzfäller. Dreckig, stimmt. Lausig, sadistisch. Ups. Was? Sag mal, hast du dein Harz gebrochenes immer noch da nach oben liegen lassen? Ja, stimmt, ja, kannst du dich auch nicht wegbewegen. Ach, warum gucke ich da auf Inventar? Ich hab ja nichts. Hab doch nichts zum Machen. Ich hab dich reden gehört. Du musst das nicht vor mir verstecken. Mit Menschen zu reden hat mir noch nie einen Vorteil gebracht. Dann halt die Klappe. Keine Sorge, wo ich herkomme, habe ich schon seltsamere Dinge gesehen als sprechende Bäume. Oh, ich bin also ein seltsames Ding, ein Verrückter.
Willst du mich vielleicht deswegen fällen, was? Und mich dann wahrscheinlich zu einem Stuhl verarbeiten? Nein, das habe ich damit nie und nimmer gemeint. Aber angedeutet. Ha, mir ist klar, warum du so sauer bist. Das ganze Leben lang an einem Ort festzusitzen, wo man doch viel lieber die Welt sehen würde. Nein, das allein regt mich noch lange nicht auf. Dafür sorgen diese mörderischen Menschen, die uns fällen wollen. An einem Ort festzusitzen gehört schließlich zum Leben als Baum, Junge. Wem sollte das bitteschön nicht gefallen? Alles Lebendige vielleicht? Außer Pflanzen jetzt mal die komplett ausgenommen. Sprechen alle Bäume in diesem Land? Vielleicht nimmst du dir einfach mal die Zeit, mit ihnen zu sprechen, bevor du sie fällst, und dann weißt du Bescheid? Ja, aber bis sie eine Antwort geben, dauert's mal eben so ein paar tausend Jahre vielleicht oder so. Ich hab keine Ahnung, in Botanik habe ich nie aufgepasst. Botanik? Ja, ich glaub schon. Ich habe in meinem ganzen Leben noch keinen Baum gefällt. Ach ja? Und wie bist du dann an Holz gekommen? Wir haben nie Holz benutzt. Meine Mama hat einfach alles Nötige gestrickt. Ach, das ist das Angenehmste, was ich jemals gehört. Moment, woraus sind ihre Stricknadeln gemacht? Plastik. Okay. Glaube ich zumindest. Ja, ansonsten kannst du sagen, dass es Keramik ist. Das geht auch noch. Weißt du irgendwas über die Reparatur von Raumschiffen? Nö, damit habe ich aber auch herzlich wenig zu tun. Oh, cooles Wortspiel. Klar. Baumwitze sind die besten. Mhm. Und in der gegenwärtigen Zeit gibt es auch noch eine andere Sache, die ähnlich heißt. Aber ich mache da kein Wortspiel, weil das einfach nur, ja, ist. Unnötig, genau. Ups. Ich glaube, ich muss mich mal schnell abspalten. Die Antwort sollte eigentlich Banane sein, aber keine Sorge, Baumwitze sind ziemlich schwer. Aprikose! Ich wollte da eigentlich nicht weg, ich wollte den vorletzten Satz da anklicken. Mensch? Nudel. War das die richtige Antwort? Hast du vielleicht ein verrücktes Mädchen in zerfetzten Klamotten gesehen? Oh, bitte erwähne diese wahnsinnige kleine Göre nicht. Es macht mich krank, wenn ich daran denke, wie sie mich krank gemacht hat. Ist, ja, ich meine, kann passieren. Ich meine, also, naja, ne? Man sieht ja noch die Überreste ich mach dich auch Warum krank. Warum hat sie dich krank gemacht? Sie wollte meinen Saft. Ich konnte sehen, wie sie ihn in einem Eimer sammelte. Oh, verflucht seien meine wertvollen Flüssigkeiten und ihre härtenden Eigenschaften. Ich sollte mich entblättern und verschwinden. Okay, Junge. Verschwinden ja, entblättern weniger. Ich glaube, das wäre nicht unbedingt okay. Ich habe eine ungewöhnliche Felsformation auf der Oberfläche entdeckt. Das ist kein Felsen. Es ist die verhärtete Haut meines Erbrochenen. Sag bloß, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Tja, nennt man auch Baumharz. Kann ich das irgendwie mitnehmen? Ich glaube, ich muss das mitnehmen. Ich weiß noch nicht genau, wie. Gibt es hier sprechende Bäume? Nein? Gut. Ich kann dich hören. Ja, aber du kannst nicht mitkommen. Aber dafür gibt es hier Schlangen, die einen erwürgen wollen. Kann ich da hinten rein? Warum rennst du so schnell? Warum rennst du schnell? Gibt's da was zu essen? Deswegen rennst du hin, oder? Tut mir leid, die Schreinerei hat geschlossen. Es gibt keine Stühle mehr. Komm später. Oh. So ein Outfit habe ich noch nie gesehen. Wo hast du es her? Flohmarkt. Mediamarkt. Mediamarkt? Mediamarkt verkauft doch keine Klamotten. Wäre mir neu. Aus dem Weltall. Aha. Ja, schon klar. Du willst nicht sagen, wo du es her hast, damit nächste Woche nicht jeder mit so einem Fummel rumläuft. Jeder damit rumläuft? Er ist ziemlich cool, aber ich habe meinen eigenen Stil, also... Hallo, ich heiße Shay. Curtis. Was machst du da? Was ist das? Kunst, geschmiedet aus Metall. Eigentlich arbeite ich ja mit Holz, aber weißt du, irgendwie wurde das zu einer Mode,
Dann begannen die Bäume zu sprechen und irgendwie war auch kein Geld damit zu verdienen. Also wechselte ich zu Metall. Warum nicht gleich vorher schon die ganze Zeit? Weil dann hättest du nicht wirklich das Problem mit dem Baum da hinten, oder? Und wie lange arbeitest du nun schon mit Metall? Oh, ich arbeite eigentlich schon immer mit Metall. Leider ist meine Ausrüstung erst heute angekommen, also saß ich wie auf Kohlen für ungefähr 6 Stunden. Super. Also warst du 6 Stunden lang arbeitslos. Was schmiedest du da? Nun, eigentlich bist du der Glückliche, der meine erste Schöpfung sieht. Eine Katze. Eine gegossene, sammelbare Miniatur. Was? Wie, was ist das süß? Ist das cool? Was ist los? Ist das cool? Nun ja. Was? Nun, dem Katalog nach sollte es ein Zauberer sein. Es sieht aber mehr nach einem Kätzchen aus, das ein Buch liest. Verdammt, ja? Habe ich vielleicht die falsche Form bestellt? Gut möglich. Muss ja wohl. Du bestellst deine Form aus einem Katalog? Hey, ich habe gerade erst angefangen, klar? Das ist so, wie wenn man in einer Coverband spielt. Klar will ich mein eigenes Ding drehen. Irgendwann mal. Naja, ich meine, du kannst ja jetzt ein bisschen hier herumklopfen, dann hast du irgendwann irgendwie wo ein Magier-Kätzchen? Dass sie ein magisches Buch gerade liest oder so in der Art? Hast du noch andere Formen? Ich konnte mir nur die eine leisten. Meine Idee bestand darin, ein paar Zauberer zu verkaufen, um dann mehr zu kaufen. Aber ich weiß nicht, ob ich mit dieser dämlichen Katze jemals eine neue Form bekomme. Ja, bestimmt. Wohin führt die große Leiter auf deinem Dach? Auf meinem Dach steht eine Leiter? Nun, sie geht eher durch dein Dach. Weiß nicht. Ich habe aber so eine Ahnung, dass Vella etwas damit zu tun hat. Ja, und Vella ist wer? Genau, das Mädel, das gerade irgendwo auf meinem Schiff ist. Beziehungsweise nicht auf meinem, sondern auf seinem. Aber fragen wir mal trotzdem. Ist Vella eine Freundin von dir? Nun, sie war ziemlich oft bei mir. Irgendwie stand sie auf meine Stühle. Ja. Aber eigentlich nur, um einen Baum zum Kotzen zu bringen. Glaubst du, du kannst einen Strahlenschutzanzug für mich herstellen? Nö, ich mach doch keine Textilien. Aber wenn du nach einer guten Schneiderin suchst, dann würde ich mal in Wolkenheim nachfragen. Da machen sie tolle Sachen mit Federn. Also weißt du, wenn man auf sowas steht. Gut, viel Spaß noch mit den Metallarbeiten. Bis dann, Shay. Kann ich die Katze mitnehmen? Metallurgie für den Heimwerker. Verdienen sie Geld, ohne das Haus zu verlassen. Das ist mein neuer Plan, Junge. Ich mach Kasse im Ausverkauf. Natürlich nur, bis ich etwas Geld gespart habe, weißt du. Dann werde ich mich auch gleich wieder um seriöses Zeug und so kümmern. Wie was zum Beispiel? Stühle bauen? Räder bauen? So wie hier? Kann ich irgendwas mitnehmen? Ist das aus Brandschutzgründen zugenagelt? Ja, aus Sicherheitsgründen. Man weiß ja nie, wann so ein Prüfer auftaucht. Aus Brandschutzgründen. Es ist klar, dahinter ist zwar ein Kamin am Brennen, an einem Feuer am Brennen, meine ich. Aber ist klar, es ist aus Brandschutzgründen. Holz kann ja nicht brennen. Warum auch? Also, Holz und brennen? Echt jetzt? Was sind das bitte für ein Witz? Naja. Wo ist, kann ich da irgendwas rausnehmen? In diesem Fenster fehlt ein Stück. Oh ja, irgendwie habe ich die Sonne verloren. Ja, ich auch. Sozusagen. Kann ich nach Wolkenheim? Ja, ich kann nach Wolkenheim. Aber irgendwie laufe ich hier nur durch, kann das sein? Das war mal eine Leiter. Wow, sieh nur diese krassen Wolken. Und der krasse Typ da ohne Hals. Gut, Feather, das machst du toll. Du hast die neue Leiter gebaut und befestigt, wie ich es gesagt habe. Jetzt musst du nur noch hier hochklettern und mich befreien. Bruder Lightbeard, kannst du nicht selbst herunterklettern? Ich habe es dir schon 1 Million Mal gesagt, Feather. Ich war zu lange hier oben. Meine Füße sind zu schwach. Sie sind so zerbrechlich. Ich wage es nicht, sie zu benutzen. Also bitte, Feather, hör auf, Zeit zu verschwenden. Ich kann nicht, Bruder Lightbeard. Du weißt doch, dass ich... Ich... Nein, 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 nicht weinen, was auch immer du... Ich kann nicht! Oh, Bruder.
Lass mich raten, der Typ hat Höhenangst? Wenn er Höhenangst hat, warum ist er dann hier oben? Ich meine, ey, hallo, das Ding ist wahrscheinlich hier mal eben so gefühlt, 2 Kilometer? Nein, das wird zu wenig. Ein paar Kilometer in der Luft. Auf jeden Fall. Jammer nicht rum. Kann ich da hoch? Kann ich deine Leiter ausprobieren? Du hilfst mir, Bruder Lightbeard zu retten? Ich schau mal, was ich machen kann. Das ist sehr leicht von dir. Danke. Siehst du, du brauchst keine Angst zu haben. Warte, was passiert da? Verdammt. Und dabei sah er doch so leicht aus. Hilfe? Noch ein bisschen weiter, Feather. Das bin nicht ich. Ein Herz aus Gold, aber nie ist er zu 100% dabei, weißt du? Ich glaube, der hat kein Herz aus Gold. Ich glaube, der hat eher ein, weiß ich nicht. Ein Korsett. Eine Erzwangsjacke an. Kann ich da richtig hoch jetzt? Warum schwebt diese große Wolke eigentlich? Sie schwebt wie alle anderen Wolken auch. An meiner Wolke ist nichts Besonderes. Doch, sie hält dein Gewicht. Warum kletterst du nicht einfach runter? Meine Beine sind ganz verkümmert, so lange habe ich sie nicht gebraucht. Wow, wie lange bist du denn schon da oben? Erst seit heute Morgen. Mit verkümmert meinte ich nur, dass sie sehr, sehr steif sind. Ah ja, schon klar. Warum bleibst du nicht einfach da oben? Ich muss zur Teezeit wieder zurück auf meiner Wolke sein. Wenn die Bohnenkresse-Sandwiches zu lange an der Luft bleiben, dann wird das Brot außen so hart, fast wie eine zweite Kruste. Und dann muss mir der Koch neue machen. Und das ist ihm gegenüber wirklich nicht fair. Na und? Ich meine, du bist doch hier der Obermotz, also kannst du hier haben, was du willst. Vor allem, warum schickt ihr den nicht einfach? Beziehungsweise bringt er dir selber. Hä? Ich meine, du bist der Obermotz hier. Ich versuche hochzukommen, aber ich schaffe es nicht. Hast du nicht etwas, auf das du dich draufstellen kannst? Ich stehe bereits schon auf was. Weißt du, wo ich einen hochleistungsfähigen Anti-Schwerkraft-Schubantrieb herbekomme? Hey Mann, was willst du damit sagen? Ich bin überhaupt nicht schwer. Ich dachte nur, du scheinst dich ja mit Schwerkraft auszukennen. Bitte, meine Leichtigkeit kommt aus dem Inneren. Okay, bis später. Aus dem Inneren. Klar. Kann ich hier irgendwie... Ich will hier weg. Ah, ich kann einfach weg, Leute. Einfach wickeln. Na, das reicht schon. Aber wie kann ich... Ich muss bestimmt entweder mit einem Seil oder theoretisch hier mit dem Hexonauten. Seine Arme als Seil benutzen? Mal gucken. Vielleicht finde ich ja noch irgendetwas. Wobei ich ja bis jetzt irgendwie kaum was gefunden habe. Ich will was finden! Hä, wer schnarcht denn hier? Aber ich wollte mich nur um meine Familie kümmern. Um deine Familie, Walter? Oder um dich selbst? Sowohl als auch. Aber die beiden Typen, die werde ich wohl erstmal morgen vollquaken. Weiß? Ja, das passt schon. Da ist ein Zettel. Warum sind da ein Zettel? Keine Ahnung. Die werde ich morgen erst vollquaken. Den Zettel werde ich erst morgen ansehen. Und das Video werde ich jetzt beenden. Ja, in der Reihenfolge. Demzufolge vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye bye.